Kein Problem, wir machen irgendwas. Wir werden das hinkriegen, dass ihr definitiv irgendwie eine Art Notfall haben werdet, dass ein Alarm ausgelöst wird und ihr dadurch leider euren Posten verlassen werden müsst. Verlassen müsst. Werden müsst, das auch gut. Oh, hier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Warum können wir denn so weit nach hier hinten? Irgendwas muss es hier doch geben, oder? Kommt schon. War da eigentlich gerade was? Nein. Okay. Da können wir zumindest jetzt... von den Felsen, das ist gefährlich. Nee, das sollten wir nicht tun. Das wäre dann einmal Wasser und nicht so cool. Ich weiß, da sind die Wespen. Ich sehe mich gezwungen, die Wespen zu nehmen. Oder zumindest das Nest hier runterzuschütteln. Kommt her, Bienen! Oh, jo, alles klar. Sind die schnell? Damit kann ich nichts anfangen. Kann ich nicht. Auch nicht, wenn ich Hast jetzt... Hast du den Baum mit den wütenden Bienen umgehauen? Nein, mein Bienchen. Nein, natürlich nicht. Aber das bringt nichts, scheinbar. Die hauen einfach ab. Okay. Das meinte ich mit Rätsel. Also das wird noch richtig lustig, denke ich. Können wir die auch anquatschen? Der Wald ist gesperrt, bis die Situation unter Kontrolle ist. Welche Situation? Da ist doch jetzt nichts bei gewesen, oder? Sehe ich das anders? Zurück. Hier laufen äußerst wichtige Schutzmaßnahmen. Oh, Moment. Ich kann was sehen. Soll mir das was sagen? Ich wüsste gerade, wenn ich ehrlich bin, nicht was. Ja. Da ist jetzt ein Floß. Da wäre eigentlich eine Brücke. Und die sind da irgendwie am Diskutieren und am Gucken. Das Einzige, was ich hier irgendwie rausfinde... Oh, okay. Lasst es uns versuchen, dass wir... Weg von den Felsen, das ist gefährlich. Dass wir einfach ins Wasser springen. Notfall? Alarm! Posten verlassen! Okay, entschuldigt bitte. Lern schwimmen, Junge. Danke für die Rettung. Gern geschehen, Junge. Er hat mit mir geredet. Ich glaube, er hat mit mir geredet. Nein, mit mir. Ich wüsste nicht, warum wir das jetzt schon tun sollten, aber warum nicht? Ausrede wird langsam alt. Alt, aber nicht minder aktuell. Hä? Oh-oh. Oh je. Nicht gut. Bienen! Bienen! Sie gehen alle schwimmen? Ich wüsste jetzt nicht, warum wir das hätten tun müssen und sollen, aber... Sie sind auf jeden Fall beschäftigt. Okay. Dann haben wir ja erstmal das bekommen, was wir wollten. Ist noch Platz in eurem Halbkreis? Überlasst das mal uns großen Jungs. Ja, ich sehe schon, dass ihr alle total groß seid. Noch ein Horn und noch ein fehlendes Mundstück. Können wir... Voll der Angeber.
Vorher konnten wir doch so gut schießen. Das heißt, das kriegen wir nicht hin. Was haben wir denn? Wir haben das Seil. Ja. Das werden wir auch mit unserer super tollen Axt wahrscheinlich nicht hinkriegen. Da sind wir morgen noch nicht fertig. Ah, los Junge, komm weg da. Mhm. Versteh schon. Hier drüben, Kamera. Ich habe echt super Ideen, habe ich so das Gefühl. Ich habe wirklich echt die mega guten Ideen und nein, wir werden sie bestimmt auch nicht machen dürfen. Ich glaube nicht dran. Oh, wir dürfen? Entschuldigung! Na toll. Was für ein Assi. Ach Mann, wir haben doch voll die guten Ideen. Okay. Okay, es ist nicht okay. Der Baum war zu schwer für mich. Ich musste ihn klein hacken. Klein hacken? Warum denn klein hacken? Ich meine, klar, hack ihn klein, aber das bringt doch nichts. Ich ließ die Axt im Baum zurück, weil ich sie nicht mehr benötigte. Echt jetzt? Bist du sicher? Ziemlich sicher. Alle fragen immer nach der Axt. Das wird langsam lästig. Oh. Aber die Axt könnte helfen, ja. Das Seil. Wir bauen unser eigenes Floß. Lass mich raten, der Kleine läuft da drüber. Nimmt das. Achso, ich muss sogar weitermachen, sonst hört er auf. Lol. Das hätten wir auch hingekriegt, oder was? Ich meine, wir sind ja noch größer als der Kleine. Graham, richtig? Ja. Woher kennt ihr meinen Namen? Du wärst überrascht, welche Informationen die Leute preisgeben, wenn sie zu sehr über ihren eigenen Kram nachdenken. Und übrigens, ohne dich hätte es niemand hinübergeschafft. Gut gemacht, Graham. Danke, denke ich. Man wird es dir nie danken. Diejenigen, die ihren Verstand ihren Muskeln vorziehen, gehen meistens nicht in die Geschichte ein. Ich merke schon, wir zwei sind uns ähnlich. Du bist ein kreativer Denker mit Verstand. Um hier zu gewinnen, musst du ihre Stärke, Beweglichkeit und ihr Tempo wettmachen. Und du brauchst einen Freund. Ich bräuchte echt einen Freund. Man nennt mich Money. Sehr erfreut. Money! Also, Freund, was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du Bonbons mit Popcorn-Geschmack? Wann hast du Zeit für Pyjama-Partys? Sind wir in einem Geheimclub? Grün. Ich mag lieber Pizza. Ich habe immer Mittwochs- und Samstagszeit. Und ich würde eher von einer geheimen Allianz sprechen. Allianz? Dieser Wettbewerb wird nicht einfach. Und Daventry braucht Männer wie uns. Zusammen haben wir vielleicht eine Chance. Wie ist der Plan? Wenn du gewinnst, leg beim König ein gutes Wort für mich ein. Wenn ich gewinne, mache ich dasselbe. Bald machen wir Karriere im Schloss. Wir sollten uns jetzt zum Turnierplatz begeben. Ja, dann mal auf. Du kannst auf mich zählen. Hoffentlich.
Ich kann dich noch nicht so gut einschätzen, aber Manni, dieses Mal kein Mammut, aber ich denke mal, der ist ganz cool. Hoffentlich ist er nicht eine fiese Schlange. Ich weiß ja nicht, bin mir da nicht sicher. Aber er ist cool. Er ist irgendwie ist er cool, ja. Cool. Können wir auch nicht pusten, wa? Dein drittes Horn und immer noch ein drittes fehlendes Mundstück. Noch ein Horn und noch ein fehlendes Mundstück. Ja, sagte ich ja. Okay, dann mal rein in die Arena mit uns. Night Auditions. Graham, nach vorn zur Tribüne, bitte. Da wir nun die Liste zurückhaben, ist es meine Pflicht, dir zu sagen, dass du offiziell eingeschrieben bist. Und es tut mir sehr, sehr leid, aber uns sind die Souvenirbeutel ausgegangen. Kein Problem. Ich brauche keinen Beutel. Meine Mutter hat mir lauter Taschen in den Umhang genäht. Fängt die nächste Disziplin bald an? Nicht so voreilig, Junge. Die Turnierverordnung schreibt vor, dass jeder Wettkämpfer sämtliche Disziplinen absolviert, um weiterzukommen. Da du dich verspätet hast, hast du den Ritterlichkeitstest und die Willkommensparade verpasst. Diese beiden fröhlichen Aufwärm- und Kennenlernübungen sollen das Eis brechen, bevor wir uns den üblichen Dingen wie Tod, Zerstörung und Halsabschneiderei zuwenden. Vergiss nicht, Zusatz 70 Artikel 4 zu erwähnen. Dazu wollte ich gerade kommen, danke. Im Interesse der Chancengleichheit besagen die neuen Regeln, dass du den Ritterlichkeitstest nachholen darfst, sofern dein Fehlen einen triftigen Grund hatte. Darum frage ich dich, aus welchem triftigen Grund hast du dich verspätet? Oh je. Ich habe die Terminänderung nicht vernommen. Ich musste erst mein Frühstück aufessen, bevor ich raus durfte. Oder was genau heißt denn triftig? Keine Ahnung. X. Ich habe nichts von einem neuen Termin gehört. Ich vermerke, ist schwerhörig. Geh und misch dich unter deine Mitstreiter. Finde so viel wie möglich über sie heraus und komm wieder zu mir, wenn du für den Ritterlichkeitstest bereit bist. Wenn wir uns jetzt Sachen merken müssen, weil ich habe so ein leichtes Erinnerungsflashback. Ich glaube, wir müssen uns Dinge merken und ich glaube, das wird dauern. Okay. Und ruhe fest. Komm, wir nehmen uns wir stehen das durch. Mal den hier Alles vor. Wird gut. Der ist irgendwie Danke, dass ihr den Baumstamm umgestoßen habt. So konnte ich eine herrliche Kreuzfahrt machen. Die Ritter sind mir auf den Zwirn gegangen und ich wollte meine Ruhe. Lass mich jetzt. Weck besser nicht den Stier. Ich habe auch keine Lust auf dieses Gespräch, aber ich muss den Ritterlichkeitstest nachholen. Je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto eher lasse ich euch wieder in Frieden. Ach, dann mach schnell und schwirr ab. Na, dann kriegen wir doch hin. Ich bin Graham. Kein Nachname. Ich wollte nicht mal deinen Vornamen wissen. Und ihr heißt? Man kennt mich im ganzen Land als sehr dick. Aber ich versuche gerade einen Imagewechsel, angefangen beim Namen. Nenn mich also Acorn. Acorn, okay. Ich lasse euch in Ruhe. Oder was habt ihr in eurer Hand versteckt? Finde ich was okay. Was hattet ihr da in euren Pranken versteckt? Das geht dich nichts an. Federgewicht. Im Ernst? Was Im versteckt Ernst? Ihr? Was ja. versteckt ihr? Was zu essen? Das reicht, Bohnenstange. Dann lasse ich euch mal. Verschwinde! Ich werde ihn irgendwie noch weichkloppen, um rauszufinden, was er da in seiner Hand hält. So, der ist da gerade noch beschäftigt, aber Hi, wir können es ich ja mal bin versuchen. Graham. Sicher, erfreut. Und euer Name? Was? Und wie ist euer Name? Was? Du machst wohl Witze, Greg. Unter welchem Fels hast du denn gehaust? Erkennst du nicht dieses wohlproportionierte Gesicht? Nein. Nicht Greg. Ich heiße Graham. Und natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ihr seid... Verdammt. Der Traum jeder Frau? Sir von sich überzeugt, der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Sir von sich überzeugt. Sir von sich überzeugt. Vorlaut? Doch, du fängst an, mir lästig zu werden, Grant. Ich konnte nicht anders. Aber im Ernst, ihr seid... Entschuldigung, das muss warten. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat, finde ich auch der nicht schlecht. Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat.
Oh ja, diese alberne Feder sieht vertraut aus. Baumelt herum wie ein welkes Blatt. Was du brauchst, Gerd, ist ein Hingucker. Wie meine Mähne der Vortrefflichkeit. Hey, die Feder habe ich von meiner Mutter. Ich bin vielleicht albern, aber ihr seid... Okay, Hans. Definitiv nicht, aber ich werde es trotzdem drücken, ja? Der Traum jeder Frau? Oh, ganz recht. Die Damen lieben Whis. Whis. Wen? Wen lieben sie, Gabe? Nicht Gabe. Ach, egal. Ja, euer Name? Ihr heißt... Whis. Ihr seid... Das muss warten, ich bin gleich zurück. Oh, ich hätte mir das alles sparen können, indem ich das wirklich hätte sagen können. Eine Sekunde bitte, bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Ja, Hans. Von und zu. Cool. Da haben wir Manni. Oh, hallo Graham. Wir haben gerade ein paar Tipps zum Turnier besprochen. Sag Bescheid, wenn du was zu unseren Gegnern erfahren möchtest. Ja, natürlich. So. Was sollte ich über Acorn wissen? Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Mhm. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Das ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt. Aber egal. Wer weiß. Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Okay. Von sich überzeugt. Was sollte ich über Sir von sich überzeugt wissen? Wie überaus taktlos. Deine Witze sind zwar clever, aber sie schicken sich nicht für einen Gentleman wie dich. Lerne erst mal alle kennen und komm dann zu mir. Ich habe ein paar Tipps für dich. Ah, gut, ich will jetzt erstmal noch Bis dann. Mit ihm hier sprechen. Mit ihm, damit wir dann Manni fragen können, was er darüber auch weiß. Ja, Graham. Möchtest du schmutzige Details? Ich wollte... Vielleicht muss ich ihn so fragen. Was sollte ich über Sir Wirtha Pfeil wissen? Das ist witzig. Aber du wirst den Ritterlichkeitstest nicht bestehen, wenn du niemanden kennst. Lerne deine Gegner kennen, Graham. Danach sprechen wir über die Strategie. Wir gewinnen nur, wenn wir ihre Schwächen kennen. Ja, verstanden. Alles gut. Danke, Manni. Bis dann. Darf ich ihn ansprechen? Hallo, ich heiße Graham. Sehr erfreut. Achaka. Achaka, alles klar. Was für Pfeile benutzt ihr? Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Achaka. Interessant. Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Wir kommen auf jeden Fall sehr weit. Also, wo kommt ihr her? Achaka. Aha. Klingt ja exotisch. Ja, ich habe so das Gefühl... Tun wir uns zusammen und zeigen Daventry, was Bogenschützen alles können. Was meint ihr? Achaka. Stimmt. Ihr werdet mir vermutlich nur hinderlich. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Ich würde mal hier rüber gehen, weil der sagte irgendwas von Eichhörnchen. Warte nur, bis sie dein Pullöverchen sehen. Und ganz schnell wird's versteckt. Was willst du? Ich weiß, was ihr versteckt. Ich habe gehört, was ihr versteckt. Hast du nicht, Spargel-Tarzan? Doch, hab ich. Angeblich tragt ihr ein zahmes Eichhörnchen am Bauch. Was? Wer hat das gesagt? Bestimmt Whisper. Er ist schrecklich. Sein Ego schlägt mir echt auf den Magen. Und sie ist kein Haustier. Sie ist meine Freundin. Oh, ich wär für A. Hat euer Eichhörnchen einen Namen? Whisper sollte seine Zunge hüten. Ihr Name ist Prinzessin Madeline von Avalon. Sie ist eine Lady. Und was versteckt ihr noch darin? Deine Knochen, wenn du mich weiter störst. Ich glaube, ihr versteckt noch was. Aber ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Das weiß ich auch noch nicht. Dann lasse ich euch mal. Verzieh dich. So, Acorn haben wir. Eichhörnchen ist von Avalon. Madeline von Avalon. Zähne. Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Ja, Whisper. Korrekt. Nun, Whispers vollständiger Name ist Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon.
Junior der Dritte, Erbe von Modesto. Aber ein Fan wie du wusste das ganz sicher. Wünschst du ein Autogramm? Ich habe leider keine Porträts dabei. Also, falls du eins findest, signiere ich es für dich. Gratis. Whisper liebt seine Fans. Whisper liebt es, das Böse zu bezwingen, aber vor allem liebt Whisper, Whisper. So wie wir alle. Ich sollte besser zum Ritterlichkeitstest zurück. Geh nicht! Whisper schafft das! Ein netter Gedanke, aber diese Gardisten würden mich nie mit euch verwechseln. Eure Rüstung ist ja doch recht auffällig. Whispers Rüstung glänzt, weil Whisper gern sein Spiegelbild sieht. Alles klar. Guten Tag, Whisper. Ich finde ja, er hätte sich Sally nennen sollen, aber es ist okay. Der sagt sowieso nur Arschaka. Ja, Graham. Möchtest du schmutzige Details? Ja, sehr gerne. Und zwar von Whisper. Was sollte ich über Whisper wissen? Whisper! Sein Gang mag ja geräuschlos sein, sein Mundwerk ist es definitiv nicht. Er ist ein großer Star in seiner Heimatstadt und hofft, in Daventry wieder Fans zu gewinnen. Ich habe gehört, er würde alles tun, um ins Rampenlicht zu kommen. Solche arroganten Kerle müssen doch förmlich auf die Nase fallen. Meinst du nicht auch? Wäre zumindest ganz geil, ja. Was weißt du über Achaka? Was sollte ich über Achaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Das kenne ich. Das wird auch schwer. Kann er, weiß, ich frage trotzdem nochmal nach Acorn oder Acorn, weil ich gerne wissen wollen würde, ob er noch was anderes weiß über ihn, als nur über das Eichhörnchen. Was sollte ich über Acorn wissen? Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Okay, ich kann es leider auch nicht überspringen. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Ja. Das ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt? Gute Frage. Aber egal. Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Okay. Alles gut. Danke, Manni. Bis dann. Wir versuchen es nochmal. Achaka. Ich glaube nicht, dass wir weiterkommen. Also, kann das sein? Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Achaka. Nope, alles klar. Interessant. Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr rausfinden. Hast du die Menge gehört? Sie jubeln mir zu! Sie lieben mich! Nein, tun sie nicht. Okay. Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Ja. Können wir das machen? Bereit für den Ritterlichkeitstest? Leg los! Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Gute Frage. Achaka wird es auf jeden Fall nicht sein. Ich werde so durchfallen. Hätten wir das rausfinden können? Ernsthaft? Das hätten wir das rausfinden können. Wir haben nämlich nichts über Manni fest. Hatte er das vorgestellt? Ich weiß es nicht. Whisper, Manni, Achaka, Acorn. Whisper vielleicht? Egal, wir machen einfach mal Manni. Manni, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. Das wäre falsch. In Ordnung, nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Daventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Whisper. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Vielleicht Achaka? Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Das ist das Einzige, was ich wissen kann. Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant.
Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du... Nicht bestanden. Zwei Antworten richtig. Okay, die letzten beiden. Misch dich unter deine Mitstreiter und finde mehr lustige Dinge über sie heraus. Komm zu mir zurück, wenn du den Test wiederholen willst. Zwei haben wir richtig. Oh, da kommt er. Besser, wir verstecken dich. Ich glaube... Leg los! Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Ich würde lachen, wenn es Achaka wäre. Ich nehme jetzt nochmal Manny. Wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung. Nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Wir nehmen da jetzt mal Achaka. Achaka! Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Da würde ich jetzt in dem Falle einmal... So, Walter nehmen. Harris, Ignatius, Sally Percival, Eduardo Ramon Jr., der Dritte von Modesto. Ganz sicher. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? So, und da hatten wir Prinzessin... Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest Wie viele? Du... Alle Antworten richtig? Ja, cool. Gut gemacht, Junge. Aber wir sollten deine neuen Freunde nicht warten lassen. Also, fangen wir an. Willkommen allerseits. Ihr seid alle hier, um Ritter an König Edwards Hof zu werden. Aber damit nicht genug. Wie jeder weiß, hat der König leider keine Erben. Das bedeutet, dass dieser Posten letztendlich zur Krone von Deventry führen könnte. Und nun beginnen wir mit dem Wettkampf. Ich hoffe, ihr habt Freundschaft geschlossen, denn jetzt wird es ernst. Es ist Zeit, die Teilnahmescheine einzusammeln. Oh, hier drüben! Ich hab meinen hier! Tut mir leid, dies ist kein Teilnahmeschein. Ehrlich gesagt sieht es von hier oben aus wie ein verschwitzter Lumpen. Uah, womöglich ein Rotztuch. Jeder Ritter in Spe bringe uns als Trophäe bitte ein Tam-tam-tam-tam, Auge eines scheußlichen Untiers. Gemäß Proklamation 1748.2 muss es tatsächlich ein scheußliches Untier sein. Wir akzeptieren keine Augen von knuffigen, flauschigen oder possierlichen Tierchen. Danke. Hier ist nichts Schade. Zu sehen. Es gibt genug scheußliche Augen in Deventry. Ihr seid gefragt, euer Geschick unter Beweis zu stellen. Wir wollen wissen, was ihr im Herzen tragt, wie ihr denkt und wie ihr Gefahren begegnet. Vielleicht zweifelt ihr, ob man das alles wirklich anhand eines Auges beurteilen kann. Wir werden es tun. Und nun, geht eure Wege und holt euch eure Augen.